Guten Morgen! Guten Morgen, guten Morgen! Morning! 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 Natürlich. Ich nehme die Kamera mit, weil wir gehen jetzt nämlich Verpackungsmaterial kaufen. Du nicht, du bleibst da. Ja, und dann sind wir gleich wieder da. Ich muss ja auch gleich wieder anladen. Also, bis dann. Ciao, ciao. Wo halt die Park, Marlies? Achso, nee, du hast da drüben geparkt. Kann mit 1 Euro bezahlen oder mit 2 Euro? Ja, was war denn das? Tank leer? Nee, nee. Ich hab nur zu kurz gedrückt, dann will er aber nicht. So, Licht an, muss man ja noch. Ist ja noch trübes Wetter hier. Oh Mann, hat es gestern fast den ganzen Tag durchgepieselt. Gepiepelt? Gepiepi. Mit dem Regen. Und wir kaufen jetzt Verpackungsmaterial, weil ich was einpacken muss morgen. Und ich muss was anderes tun. Ich muss bauen aus Holz. Deswegen habe ich einfach nur dabei. Bauen aus Holz? Na, wir haben noch Holz im Keller. Reichlich. Oh. Da haben wir doch auch Leisten und so was. Material haben wir ja. Holz ist ja Material. Aber ich gucke trotzdem. So. So. Bitte fahren, stand da. Oh mein Gott, wie leer ist es? Sonst ist es in meiner Nacht so voll. Na, tschüss. Wenn zu viele Parkplätze gibt, dann sucht man sich auch immer den. Ja, weil klopft. Und wenn es Jacking gibt, dann Kinder da. Wer will mal lieber den hässlichsten? Naja, dann parke ich lieber da ganz hinten. Oh Mann, ist das kühl. Ja. Dann gucken wir mal. Pappe, Lupofolie und. Was zum Holen? Kantenschutz. Ist ja auch gar nicht weit. Lupofolie. Bitte? Einmal. Zweimal, dann brauchen wir noch so Rollpappe. So Roll. Kantenschoner? Verrückte Welt. Corona-Maske ist gerade an uns vorbeigelaufen. It's Corona time. It's Corona, baby. Ich hab hier drin 8 Papa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eine wird schon was werden. Eine? Hey, das ist gemein. Eine von 8. Ja, wir haben alle plus Zubehör. 50 Euro jetzt für Verpackungsmaterial aus eben. 55. Ich hab kein Geld mehr. Ich hab auch keins mehr. Wir sind pleite. Außer ich hab noch Zelt. Naja, ich hab auch noch ein bisschen Kleingeld, aber das war's. So, guten Morgen im Laden. Tada! Prost! Dann fangen wir mal an, räumen raus und heute ist Familienfrühstück, Samstag. Familienfrühstück im Laden. Na klar, darfst du. Nuki ist da und hilft mir ein bisschen Feuer machen und ein bisschen rausräumen, weil wir wollen hier frühstücken. Ja. Und da brauchen wir ein bisschen Zeit, Vorbereitungszeit. Tafelrunde. Das ist noch durch, damit ich ohne deinen Schuh reinsitzen kann. Okay. Und du kriegst auch noch einen. Oder beziehungsweise habe ich eigentlich gedacht, dass auf den breiten Stühlen kann man auch zwei zu zweit sitzen, aber wenn du willst. Ja, das geht auch, weil das Mama ist eigentlich der Sessel da hinten. Ja, ich bin da hinten. Neben. Ohne. Hey! Der steht sicher, da musst du keine Angst haben.
Genau, da ist das doch ideal, oder? Ja, und du musst auch zusammensitzen. Ja, auch. Oh. Nee, nee, mach mal, ich, alles gut. Ja. Ich hol mir hier einen Holzstuhl, alles gut. Ja, Mensch, erstmal wieder Frühstück zusammen. Schön, die Ritter der Tafelrunde. Alle vereint. Alle vereint. In der Mitte der Heilige Gral, eigentlich. Für uns. Ja. Godzilla-Mann, was gibt's zu berichten? Ja. Die macht schon ihre Hände so zusammen. So. Mm, nam, nam, nam. Die erzählt. Sieht aus wie der Vorstand hier. Ja. So auf dem Thron. So unterbricht sie. Oder sie sagt sich toll von ihrem Mutter. Godzilla Mon. Ist immer fröhlich. Okay. Und die guckt. Guck mal, wie der sortiert. Hat sie sich versteckt. Hat sie sich extra ganz nach unten gemacht. Damit wir das nicht sehen. Das schnöde Volk muss die Reste essen. Ich nehme eine Anuk-Schmierung. Anuk-Schmierung. Die hat ein Stück im Mund. Und kaut aber komisch drauf. Ohne? Mama, willst du das hin? Ich passt zu der Tischdecke. Ja. Okay. Nicht auf Mama Schuss, sondern auf Papa. Oh, das ist nur ein Wattebäuel. Die Bild ist auch bei Papa höher. Mama. Ein sehr leckeres und tolles Frühstück. Ist immer so eng. Mach mir Kannst nicht so eng. Du öfter machen. Ja. Mama und Papa. Hm. Mama, wann beginnt denn der April? Wie viele Tage? Papa, da oben sind Eier. Und das ist wirklich noch ein bisschen hin, Gott sei Dank. Da muss noch ein bisschen Geld verdienen. Papa, da oben sind Eier. Ja, das ist die Ostereier von Tobi. Den kennst du ja gar nicht. Ich von dem kann ich mal haben. Aber die würde ich auch gut verstehen. Weil ich dort in Mamas Ordnung kann ich mal haben. Oh, jetzt hat sie runtergeworfen. Oh nein, süß. Aber musst du aufheben. Das liegt auch verkehrt herum. Musst du aufheben. Papa, kannst du mal die Eier anfassen? Du musst halt ihr Spielzeug machen. Kannst du mal die Eier anfassen? Ich kann gerne nicht mal putzen. Aber sie kann nicht. Ich will mit schauen. Hey, auweia. Fast an der Backe. Ja. Klatsch. Ich glaube, nimm sie mal. Bin ich so müde. Mann. Ach, der Terrorist. Ey. Ja, total. Oder seine Alte. Ja. Oder seine alte Oma. Ja, könnte man fast denken. Keine Haare, keine Zähne. Aber ohne Falten. Nein, nein, alte Oma. Stretch. Gestretchte Oma. Ja, mal gucken, ob wir irgendeine Aufnahme hier hinkriegen heute noch, wa? Jetzt sitzen wir auf alle Fälle ganz relaxed. Am Tisch. Frühstück ist beendet. Die zwei streiten sich schon um Kreide da am Kamin. Eigentlich ist das unser Wohnzimmer hier. Das ist ein Eindruck gerade. Also ich habe ein Teewurstbrot und zwei Schinkenbrote. Ja. Da hat gestern auch eine Dame drauf gesessen und probiert. Vielleicht kocht die das sogar. Ja, der ist nicht so groß auch, ne? Wie das andere Fitnessgerät, in dem ja wahnsinnig viel Platz hat. Das ist ja Nostalgie eigentlich. Das ist, für, kannst du auch Fitness machen bestimmt, aber meine Fresse. Und anstrengend sind die Dinger. Also die sind eigentlich ganz gut, bloß, ich weiß nicht, die wollen ja alle modern und geräuschlos sind die neuen ja auch alle. Das ist ja noch mechanisch hier mit drei. Ja. Papa, guck, Katze und? Sechzehn! Oh,
Ich habe schon gesagt, die 82 Kilometer, die da drauf sind, hat alle meine Tochter gefahren. War ja auch so. Aber nur gekommen mit 10 Kilometer oder 15 Kilometern waren da drauf. Also mit dem Aufquetschen, das hat nicht funktioniert. Dann gibt es einen komplett neuen Zug. Da wackelt so halt die Scheibe. Da wackelt sogar die Scheibe. Ja, dann gibt es einen komplett neuen Zug, das ist auch kein Problem. Was soll's. Was man so macht. So mag ich das. Schön stressfrei basteln. Nur ein bisschen basteln. Ach, wäre gut, wenn Basteln ausreichen würde, um uns alle zu versorgen. Ich möchte das nur machen. Zeigen hier verlegt, oben Schalter, Gegenhalter, unten die Rolle, Umlenkrolle, dann hier wieder mal durch eine Führung und jetzt kommt hinten nicht. Guck, so, wir hoffen mal, das ist der richtige Gang. Einmal andrehen, zack. Funktioniert. Ja, das war es. Das war Schaltzug tauschen. Das könnte man jetzt auch noch auf der anderen Seite machen. Dann hat er wieder 5 Gänge. Aber so war es ja nicht. Also bleibt das so. Lass die immer so lang wie das. Bis zur Narbe lasse ich das immer stehen. Damit man so ein bisschen noch Fleisch hat hier, wenn man nochmal was nachjustieren muss, ein bisschen ziehen muss. Lass ich das immer so ein Stück weit stehen. Mama hat erstmal nicht meine Hose gefunden, das hat zu lange gedauert. Ich habe gesagt, die ist da oben. So, nein. Aber sie war da oben. Ja, die war da ganz hinten. Bremse funktioniert, ich habe schon ausgerüstet.
Also erstmal ein bisschen sauber machen, dazu nehmen wir... Ein Lappen. Nein, Tücher und... Nein. Diese Rolle mit Tüchern, die habe ich auch hier unten. Zehner. Glasreiniger oder sowas. Ja, vielleicht Glasreiniger. Ich glaube, das ist unten. Papa, da komme ich nicht ran. Anouk ist ja wieder die Chefin hier für die Räder. Für die Räder von. Warte, von mir reicht doch, Anouk. Machst du erstmal so. Anouk kümmert sich wieder um die Räder von ihren Schwestern. Das ist ja schön, das wird das neue Rad von Skadi. Ich lass es mal offen. Ja, schon mal her. Den ganzen Rahmen, die ganzen Gabeln, alles muss gemacht werden. Das ist ein bisschen eingestaubt. Und aufgepumpt hat sie schon. Heute jetzt Verpackungsmaterial reinbringen. Das mache ich jetzt. Genau. Und dann kann ich auch schon anfangen mit Schild einpacken. Ja, die sind zum Verkauf. Das sind diese günstigen. Ja. Günstig Räder. Hat man nicht gestoppt. So, ja. Okay. Genau, dann kannst du oben rechts mal gucken. Ja. Ja, also wenn du rauskommst rechts, da stehen die. Bis auf die letzten, also die ohne Sattel sind oben. Ja. Die anderen sind zum Verkauf. Und die sind alle unterschiedliche Preiskategorien, oder? Die sind von 50 bis 70 Euro, das sind die billigsten. Also eigentlich sind Schrotträder, Berliner Schrotträder. Ja. Nicht besonders. Ja, aber es reicht wahrscheinlich, von A nach B zu kommen. Ganz genau, Zeit. Mehr aber auch halt nicht. Also das ist nicht so in großen Ansprüche stellen, so ein U-Bahn-Fahrräder halt. Also das, was die meisten Leute brauchen in Berlin. Ja. Okay. Und ansonsten die besseren sind halt hier unten. Musst du mal hinten durchgucken. Was heißt besseren? Na, besser. Besser? Besser. Halten länger? Ja, auf alle Fälle. Und ein paar Sammlerstücke haben wir auch noch. Aber das ist eben da jetzt noch nicht tauglich für Berlin eigentlich. Das musst du schneiden, genau. Kann ich dann eine Schüssel selbst einpacken? Mach mal. Schneiden, nicht durchziehen. Nein. Okay, oh Mann, das ist jetzt schwer. Hast du vielleicht noch was anderes, was ich alleine einpacken kann? Kann ich mal hier nicht erwarten. Der ist wirklich auf der Ecke, aber... Moment. 3 Stunden 20, um Gottes Willen. Gar nichts mehr übrig. Anouk fängt jetzt an. Mit großen Handschuhen zu arbeiten. Mit großen Handschuhen zu arbeiten, ja. Und ich gehe mal den Tee holen. Leiter? Ja, steht das mal. Also der Reifen wurde jetzt kontrolliert und der ist kaputt. Anouk kann ja noch mal zeigen, wo. Zeig mal in die Kamera, wo der kaputt ist. Der ist
Der kaputt. Aufgerissen, ne? Ja, kaputt. Richtig. Jetzt müssen wir nur herausfinden, welches Maß das ist. Dazu nehmen wir den Reifen und auf der Seite des Reifens befindet sich die Bezeichnung 37622. Also 622, klar, 28 Zoll, 37 mm. Genau. Das ist genau der. Das habe ich schon mal vorbereitet. Hey, ich bin auch klug. Du bist total schlau. Ja, gut. Das muss ab. Dazu haben wir ein Taschenmesser. Nein, das ist ein Taschenmesser. Taschenmesser. Hast du da sonst den Reifen nicht wegschneiden? Was denn? Nicht in den Reifen rein sägen. Das ist doch nicht mal gesägt. Geschafft. Hast du denn die Laufrichtung beachtet? Nö. Richtig. Genau. Das ist doch prompt falsch rum. Tatsächlich, nach da läuft er. Der Antrieb ist aber auf der anderen Seite. Also nochmal ab. Und nochmal so und bitte nochmal rauf. Also, aber wunderbar. Hat ja schon gut geklappt. Krieg ich nicht mehr hin wegen dir. Wegen? Ja. Der Papa ist immer schuld. Schaffst du schon? Nein. So, machst du noch ein bisschen Talkum da rein, ne? Was heißt Talkum? Ach so, dieses Puder. Ganz genau, ich hol's mal. Puder. Ich mach Holz wieder mal. Ich will nicht pumpen. Ja, und du drehst. Macht man das eigentlich nicht davor in den Reifen? Ja, das geht doch schon. Okay, so geht's ja auch. Genau. Auf der Seite, oder Papa? Nein, nicht auf der. Ja, auf der offenen Seite. Nicht auf der geschlossenen. Ich krieg's da nicht rein. Es geht ein bisschen schwer für Kinder sowieso. Nein, ich krieg's schon. Oh, okay, Entschuldigung. Ich bin das Mädchen. Nein, zeig mal. Den hier richtig rüberziehen, so. Genau, jetzt rein. Gerade hinlegen. Ich weiß, ich kann nicht. Ich weiß, es kann. Ich bin nicht doof. Das sagt keiner. Du bist ein ganz schlaues Mädchen. Auf macht man es gegenüber vom Ventil, fängt man an. Und zu macht man es am Ventil, fängt man an. Das Ventil ist der engste Punkt, da hast du am wenigsten Platz. Jetzt anfangen. Soll ich den Anfang machen? Ja. Anfang ist halt auch hier. Erstmal reindrücken ein bisschen. Das halt hier. So ein bisschen. Dann hier einen Daumen. Da einen Daumen. Okay. Und dann. Okay. Warte. Komm mal her. Füße. Denk dran. Immer schön rein damit. Rein. Dann hier bleibt oben. Oben anfangen, wo er draußen ist. Mami? Ja? Auch mal die machen jetzt. Schön. Dann machst du eine gute Figur. Da muss man nämlich dabei darauf achten, dass hier kein Schlauch eingeklemmt ist. Immer schön mit den Fingern hier mit rein. Das ist für Anouk noch ein bisschen schwierig. Und dann mit einem kräftigen Finger zu. Okay. Zumachen. Ja, auch dieses Jahr ist halt Anouk wieder mit dabei. Das ist ja schön, das freut mich sehr. Papa, da sieht doch das andere Ventil. Sie bekommt auch eine neue Arbeitshose dieses Jahr, weil die ist ja schon rausgewachsen. Leider. Jetzt bei den Stiefeln fällt es gar nicht auf, aber ansonsten. Ich habe ja noch eine andere Hose drunter. Ja. Da fehlst du. Und jetzt muss die Schuhe kommt dran. Kann ich bauen? Nee, bauen jetzt noch nicht, weil jetzt machen wir dann erstmal eigentlich Pause. Suppe. Suppenpause. Dazu braucht man ein 15er. Das heißt ich immer noch. Wenn das nicht so aussieht wie da, hast du recht.
Da ist ein Schnellspanner dran, da braucht man nur die Hände. Ne, bei dem Hebel. Mhm. Genau. Sehr gut imitiert. Wunderbar. Vom Allerfeinsten. So, gut. Schürze ab. Jacke an. Schürze ab, Jacke an. Raus aus dem Haus und deck da lecker. Du, na, jetzt los. Der Weihnachtsmann, der frisst uns der auf. Der frisst uns der auf. Dort ist der Mann. Na gut, okay, dann werden wir mal. Wollen wir mit Schuppen? Selbstverständlich, wenn sie haben. Wenn nicht, haben wir mal welche oben vielleicht. Wir haben keine oben mehr, Papa. Wir haben alle 10 Schuppen benutzt. Quatsch! Doch? Nein. Wirklich nicht? Nein. Ich habe eine gegessen, Mama hat eine gegessen. Ich habe zwar eine und eine halbe. Zwei, sagen wir mal, mit Skadi zusammen. Und Lumen hat eine. Zwei, Lumen hat zwei. Zwei? Ja, auch zwei. Wir haben 6 Schuppen. Wir haben nur noch 4 übrig. Dann haben wir noch 4. Gut, wenn wir ganz zurück habe ich doch nicht gebraucht. Ich hatte noch keine Meter. Dann haben wir noch 4 Schuppen. Mittag. Super, mit ein bisschen Schärfe. Und lecker. Oh, lecker, lecker. Mmh, süß ist lecker. Löffel 2 und schon nicht lecker. Oh ja. Nachholen. Ach, und ich habe ein Osterei gemacht, wo der Korb genau reinkommt. Tada. Hier ist Korb in den Schatzkranz. Osterkorb. Ja, die Lumi organisiert hier bei mir alles heute. Ja. Anouk ist jetzt oben, die schläft wahrscheinlich, die ist total müde gewesen auf einmal. Ja, aber und sie guckt mit Mama die kleine Prinzessin. Ja, dabei wird sie bestimmt einschlafen. Ja, bestimmt ist der Film wegen dem Film hochgegangen. Ja, das kann auch sein natürlich, ja, ja. Und wir heizen hier den ganzen Tag. Ja, ja, ja. Ich liebe es, Papa zu helfen. Ja. Ich bin jetzt mal in meinem 4. Kumpel, Papa ist noch hier da. Kannst du mir eine Fettspritze mit einer Fettspritze aushelfen? Unser Schloss klemmt, diese Kackwachsschlösser. Du musst jetzt mal Kriechöl. Bitte? Kriechöl wahrscheinlich, ja, sowas. Und danach fetten und schön bewegen. Axel, das ist ein guter Schlösser, ein gutes System. Man muss ständig schmieren. Ständig schmieren, ne? Also früher, ich habe mein anderes Schloss schmier ich nie. Ja, aber es ist ein geiles System. Schlosspflege ist auch wichtig, muss man auch machen. Ab und zu mal schmieren. Wir haben hier auf jeden Fall 3 Sternhelme. Papa,
ein Lied für Anouk, ein für mich. Das ist ja riesig. Und ein für, ach ja, guck mal, ein für Skal, ein für mich und ein für Anouk. Ich sehe es jetzt schon, dass die beiden hier kleiner sind. Ja, genau. Eigentlich ist der kleinste. Genau, klein, mittelgroß. Oh. Guck mal, Anouk, ich und Skadi. Die drei Ausrufezeichen im gesternten Helm. Im gesternten Helm. Was? Aber ich habe noch nie gedacht. Das ist euer Ausrufezeichen. Hallo. Hallo. Ja. Na, ist fertig. Ist fertig. Super, sehr schön. So. Das auch. Oh, das war mal mehr. Feuerholz ist drin. Papa, weißt du? Folgt das Rad drüben rein und das war's. Papa. So, es gibt ja kaum noch Aufnahmepotenzial hier. Deswegen werde ich jetzt wahrscheinlich schon mal schließen für heute. Also wie gesagt, ein recht ruhiger Tag, oder? Was sagst du dazu? Ich habe mein Papa ein bisschen Holz gemacht. Also, ja. Holz geschnitzt? Ja, für Papa. Na, und jetzt habe ich ein geschnitztes Holz. Ey! Ja? Hast du ein Muster? Ein Musterholz. Okay. Und deswegen sage ich jetzt schon mal Tschüss. Wir sehen uns später. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Tschüss! Tschüss, Finger aus der Nase. Tschüss!